Der Kollege Dr. Reinhard Brandl das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Vor gut 3 Wochen war ich in Vorbereitung der heutigen Debatte gemeinsam mit dem Wehrbeauftragten und dem Staatssekretär Silberhorn in Dschibuti und habe dort das Einsatzkontingent Atalanta mit besucht. Und ich will kurz davon berichten, denn Dschibuti ist ein sehr besonderer Ort, strategisch natürlich für den Welthandel. Ungefähr 90% des Handelsvolumens zwischen Europa, Asien und Afrika schippern dort an der Küste mit vorbei. Und wir sind Exportweltmeister, wir sind eine Exportnation und wir haben ein hohes Interesse an sicheren Handelswegen. Und der Einsatz Atalanta geht zurück auf zahlreiche Pirateriefvorfälle, die wir vor einigen Jahren hatten. Und es ist gelungen, diese Piraterie weitestgehend zurückzudrängen. Nichtsdestotrotz, die Gefahr ist immer noch latent vorhanden. Es kann wieder nach oben gehen. Und deswegen macht es Sinn, dass wir auch weiterhin, wenn auch im Moment mit einem kleinen Mandat, mit einer kleinen Anzahl an Personen dort vor Ort sind. Wir haben im Moment einen Seefernaufklärer, also ein Flugzeug, in Dschibuti stationiert, die bei Verdachtsfällen hochsteigen und Informationen dann an Schiffe liefern, die unter Umständen einschreiten. Also es macht Sinn, auch im Sinne unserer Sicherheit, der Sicherheit der Seewege, dass wir dort bleiben. Aber meine Damen und Herren, in Dschibuti kann man auch vieles über internationale Politik und globale Sicherheitspolitik lernen. Das Erste ist ganz praktisch, wie gut die Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union, der Armeen und auch der Amerikaner mit funktioniert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, an das man oft gar nicht so denkt. Die Franzosen betreiben dort unten ein sogenanntes Role-2-Hospital, also ein kleines Krankenhaus. Sie haben dort auch ein größeres Kontingent stationiert. Deutschland sendet alle paar Monate ein Team an Chirurgen, an Krankenschwestern, die französischen Ärzte, die französisches Sanitätsteam dort mit unterstützen. Wir entlasten die Franzosen an der einen Seite. Auf der anderen Seite helfen uns die Franzosen zum Beispiel in Mali, indem sie in Gao medizinische Versorgung auch für Soldaten im Einsatz von uns bereitstellen. Die Zusammenarbeit funktioniert. Aber auf der anderen Seite, man steht dort am Flugplatz, guckt dann auch so in Richtung Hafen, ist eine Riesenbaustelle, bauen die Chinesen dort im Moment ein Camp auf mit einer geschätzten Mannstärke zwischen 5, 10, manche sagen bis zu 15.000 Soldaten, die sie dauerhaft dort stationieren wollen. Und das zeigt einmal, welchen Herausforderungen wir auch gegenüberstehen, gerade mit Blick auf Afrika. Ich meine, 10.000 Soldaten, das ist das, was wir insgesamt überhaupt mit der Bundeswehr in den Einsatz bringen können, dauerhaft durchhaltefähig. Das ist die Obergrenze unseres Level of Ambitions. Das alleine setzen die Chinesen in Dschibuti ein, um dort Handelswege zu sichern, aber auch um den Zugang zu Afrika von dort aus mit abzubilden. Und wenn wir in Afrika, wenn wir in der Region präsent sein wollen, wenn wir einen Einfluss haben wollen, dann schaffen wir das, wenn wir gemeinsam auftreten. Gemeinsam mit unseren europäischen Verbündeten, Frankreich, Italien sind dort sehr aktiv und auch gemeinsam mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Atalanta ist ein guter Einsatz. Er hat geholfen, die Piraterie zurückzudrängen. Er ist ein strategischer Einsatz. Wir sind dort am Horn von Afrika mit vertreten. Er belastet uns im Moment nicht so stark, weil wir kein Schiff im Moment im Einsatz haben, sondern nur einen Seefernaufklärer. Wir sollten ihn auf jeden Fall fortsetzen. Und ich bitte Sie in den nächsten Wochen dann auch um Zustimmung zu diesem Mandat. Herzlichen Dank. Ebenfalls für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der